Paul Witzak ist hier wohl den meisten bekannt. Er gründete 1898 die Ingenieurschule und startet damit die Erfolgsgeschichte Hochschule Mannheim. 1917 schreibt sich Anna Thele als erste Studentin ein. 1977 bezieht die Fachhochschule für Technik das Hochhaus, Sitz der Hochschule bis heute. Spitzenforschung und praxisnahe Ausbildung. Die Hochschule Mannheim strahlt weit über die Region und sogar die Grenzen hinaus. Ein Leuchtturm ist das Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz. Robotik, Medizintechnik, Pflege, autonomes Fahren. Forschende und Studierende unterschiedlicher Fakultäten arbeiten an oder mit der KI. Die Hochschule gestaltet damit aktiv den Sprung ins vierte industrielle Zeitalter und schafft top ausgebildete Fachkräfte in diesem Zukunftsfeld. Türen auf für den InnoSpace. In der Werkstatt arbeiten junge ForscherInnen interdisziplinär. Sie entwerfen beispielsweise mit der Hilfsorganisation HITA e.V. ein Managementsystem für gespendete Betten in ghanaischen Krankenhäusern und verbessern so die Pflege dort insgesamt. Mit modernsten Werkzeugen ausgestattet, schöpfen Studierende ihr kreatives Potenzial aus und kommen zu innovativen Lösungen. Das Spektrum geht von der Sterilitätsüberwachung im OP bis hin zum Optimieren von Verkehrsflüssen. Genauso international wie die Pharmabranche sind auch die Teams der Fakultät für Biotechnologie. An 3D-Zelldruckern produzieren sie Organoide für Biosensoren, die die Wirksamkeit von Medikamenten anzeigen. Trapped Ion Mobility und MS Imaging Massenspektrometrie Bildgebung macht molekulare Strukturen sichtbar, die Gesundes von krankem Gewebe unterscheiden und Prozesse zwischen Zellen zeigen. Bachelor, Master, DoktorandInnen, Postdocs. Mit 80 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 5 Millionen Euro verfügt Mannheim mit CEMOS über das größte Forschungszentrum an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Kompetenzzentrum für Virtual Engineering arbeiten sie in interdisziplinären Themenfeldern mit Partnern aus Industrie und Forschung an der digitalen Transformation. Die Themen? Innovative Technologien, die intelligente Kombination von Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality und Digital Twins. Die Mannheimer setzen auf ein hohes Maß an Employability, um die Herausforderungen des Arbeitsmarkts der Zukunft zu bewältigen. Moderne technische Einrichtungen in der Hochspannungshalle. Hier testen Elektrotechniker alles rund ums Thema Elektrizität und sehen, wie, wann und wo der Funke überspringt. Südlink. Das Projekt bringt Windstrom von der Küste in den Süden. Die Spezialisten haben dafür neue Isolatoren entwickelt. Einsatzort gleich nebenan, am Kabelende in Heilbronn. Ein Bioreaktor. Viel kleiner als in der Industrie. Funktioniert aber genauso. Um die großen Prozesse bei der Herstellung von Biopharmazeutika ständig zu verbessern, arbeiten die Fachleute an Apparaten, die genauso funktionieren wie in der Industrie. Elektronische Überwachung der Nährlösung und das Zählen der Zellen gehören auch dazu. Das Ziel? Prozessoptimierung in der Zellproduktion. Bei der Proteinaufreinigung werden im kleinen Maßstab mithilfe chromatographischer Verfahren die Proteine von der Nährlösung getrennt. Selbst an Themen wie der Wasserknappheit forscht die Hochschule. Beispiel dafür ist ein Verfahren zur Herstellung von Trinkwasser aus gefrorenem Meerwasser. Rot kann man nicht trinken. Weiß kann man trinken. Das Visualisieren etwa von Fahrradströmen auf der Bundesgartenschau 2023 macht die Zweiradnutzung begreifbar. Forschungsbereiche, die sich direkt mit der Verbesserung von Lebensbedingungen beschäftigen. Strategisch denken, kritisch hinterfragen, kreativ gestalten. Am Institut für Gestaltung lernen Studierende Mediendesign von der Pike auf und setzen sich kritisch mit Quellen und der Wirkung eigener Arbeiten auseinander. Die angehenden Kommunikationsdesigner lernen Techniken für Druck, Fotografie und Film. Interaktive Medien, na klar, können sie auch. Im MATLAB loten sie Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine aus. Elektrifizierung ist der Weg in eine CO2-neutrale Industriegesellschaft. Speichermedien wie Akkumulatoren stehen im Fokus. Die Forschungsgruppe Chems for Bats untersucht Alterungseffekte unterschiedlicher Batteriematerialien und Chemie, High-Power-Charging sowie Langlebigkeit. Stichwort E-Mobilität.
Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. So schnell beschleunigen die Elektroboliden von Delta Racing. Jedes Jahr bauen Studierende ein neues Fahrzeug, inklusive selbst entwickelter Batterien. 2022 haben sie den dritten Platz bei der Formula Student eingefahren. 2023 den ersten Platz beim Senior Cup. Auf dem Campus treffen sich die Spitzenteams aus 125 Jahren Ingenieurwesen, 100 Jahren sozialer Arbeit und 100 Jahren Gestaltung. Geballtes Wissen. Früher, heute und morgen.